Milchig mit Lakritzgeschmack, so präsentiert sich der griechische Ouzo seit Jahrhunderten seinen Fans. Doch die Tradition steht vor dem Aus. Wir sind sehr besorgt, unsere Branche kämpft ums Überleben. Die Ouzo-Produktion ist seit Ausbruch der Griechenkrise um ein Drittel zurückgegangen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Christos Mitsakis ist davon besonders betroffen. Er ist Marktführer in Griechenland. Noch. Die griechische Regierung brummt uns große Exportsteuern für unsere Produkte auf, aber wir können den Preis nicht erhöhen, wenn gleichzeitig das Leben unserer Kunden immer schlechter wird. Mit Kunden meint Mitsakis die bodenständigen Griechen, die eh schon wenig Geld haben. Seit dem harten Sparkurs der Regierung haben viele kaum noch Geld für ihr Nationalgetränk übrig. Mit Ouzo fühlt man sich gut. Es lässt mich vieles vergessen. Ich liebe Ouzo. Ouzo ist für viele Griechen mehr als nur ein Getränk. Es ist ein Lebensgefühl. Doch die Schuldenkrise überdeckt auch das.